Ja, Lars, Man of the Match, 3 Tore gemacht, weitergekommen im Achtelfinale. Ja, hast du schon Worte für das, was hier heute passiert ist? Ja, Wahnsinn. Hab's gerade gesagt, haben uns das Leben wieder selber schwer gemacht. Ich glaube, haben gut reingefunden mit dem Pfostenkopfball. Hätte auch reinfallen können. Kriegen dann 2 unglückliche Gegentore, kommen aber wieder zurück kurz vor der Pause mit dem Elfmeter und dann in der Pause ein bisschen durchschnaufen, nochmal drauf besonnen, was wir gut gemacht haben, was wir besser machen müssen. Schneller Ausgleich, dann wussten wir, dann wird es nochmal eng, vielleicht kommen sie nochmal ins Wackeln. Haben dann unsere Chancen genutzt und hinten raus, ja, ist gut runtergespielt und glaube, über die beiden Spiele gesehen, nicht ganz unverdient weitergekommen. Fußballer spielen ja auch Fußball, um irgendwann in 20 Jahren mal darüber nachzudenken, was war das damals? Das war heute so ein Moment für dich, 3 Tore hier in Florenz, ja, kannst du das glauben? Ja, ist auch für mich ein ganz besonderer Abend. Ich glaube, die Umstände, Europa League, Flutlichtspiel, Zwischenrunde, Rückspiel, also vor der Kulisse mit den Fans, die hier mitgereist sind, wieder so zahlreich. Das ist auch für mich in meiner Karriere was Besonderes. Deshalb habe ich mir auch den Spielball heute mal gesichert. Der wird einen besonderen Platz bekommen in meinem Zuhause. Bin einfach nur glücklich, dass ich erstens dazu beitragen konnte, aber zweitens, dass wir den Fans, die so zahlreich hier in der Stadt schon dem Spiel entgegengefiebert haben, heute im Stadion Stimmung gemacht haben, so ein Stück weit was zurückgeben konnte. Und sollen sich jetzt freuen, sollen sich ein Stück weit auch den Abend genießen, ein bisschen feiern. Und dann ab Samstag geht es schon wieder voll ganz nach Ingolstadt. Richtig, die Fans feiern, ihr werdet noch feiern. Und dann kommt Ingolstadt, das ist ja auch noch schon ein Highlight, wieder Bundesliga zu spielen. Was wird da auf euch zukommen? Ist das schwer, den Schalter umzulegen? Nein, ich glaube, das ist das, was wir gewollt haben vor der Saison, diese Doppel- bzw. Dreifachbelastung. Natürlich werden wir es heute ein Stück weit genießen, auch die Stimmung wird jetzt gut sein. Wir werden morgen vor allem, dann der Tag danach, das ist immer der schönere Tag, wo du dann die Freude noch größer ist, die das Ganze genießen kannst, die Auslosung in Ruhe schauen. Da werden wir uns noch ein Stück weit darüber freuen, über das Ergebnis, über die Leistung, über das Weiterkommen. Aber dann ab Samstag, ich glaube, der Trainer hat es auch schon angesprochen, gilt die Konzentration voll und ganz dem nächsten Bundesligaspiel. So, Chris. Geschafft. Wir sind im Achtelfinale. Kannst du den Wahnsinn hier von Florenz schon in Worte fassen? Ja, über 180 Minuten gesehen wäre es wirklich schade gewesen, auch aufgrund des heutigen Spielverlaufs wieder, wenn wir nicht weitergekommen wären. Ich hatte heute auch wieder so das Gefühl, dass wir richtig gut reinkommen, treffen wieder Pfosten, haben wieder 2 richtig gute Möglichkeiten und gehen dann 2-0 Rückstand. Und da fühlt man sich schon als Spieler dann aufgrund auch des Hinspiels sehr, sehr ungerecht behandelt, muss ich sagen. Und von daher, also war es natürlich umso schöner, dass es jetzt noch geklappt hat, aber auch sehr gerechtfertigt. Als es dann tatsächlich 0-2 stand und keiner wusste, warum überhaupt, ganz ehrlich, hast du dann noch in dem Moment dran geglaubt? Ja, also ob man jetzt 2 oder 3 Tore machen muss, das ist nicht so schlimm. Wir hatten noch 60 Minuten Zeit und wir haben ja auch wieder im Spiel gemerkt, dass da einiges geht. Und dann hatten wir halt mal zum guten Zeitpunkt dann wieder einen Elfmeter, dann haben wir dann zum Glück auch reingeschossen. Und hatte man schon wieder in der Kabine so das Gefühl, dass auf jeden Fall richtig was gehen kann. Und wir wollen es mit Geduld spielen. Und wenn wir dann einmal führen, dann ist es auch schwer gegen uns. Nimm uns mal einmal mit, du hast es gerade angesprochen, in die Kabine. Was war da los in der Halbzeit? Ja, also keine geknickte Stimmung, sondern weil wir mit einem psychologisch guten Moment dann reingekommen sind, eher Aufbruchstimmung. Haben wir dann nochmal kurz angesprochen, dass wir jetzt ein bisschen höher, ein bisschen anders taktisch agieren. Das haben wir dann bis zum 3-2 gemacht und es hat super geklappt. Wir sind explodiert direkt nach der Pause, haben dann schnelle 3 Tore gemacht und dann haben wir wieder umgestellt, uns gut zurückgezogen und dann verteidigen wir einfach gut. Denkt ihr jetzt schon an Ingolstadt oder wird noch ein Bierchen getrunken? Ja, jetzt werden wir noch was trinken, auf jeden Fall. Patrick, herzlichen Glückwunsch. Achtelfinaleinzug in der Europa League. Was für ein Spiel hier in Florenz. Hast du Worte? Nee, immer noch nicht. Also unglaublich. Nur Glücksgefühle momentan. Aber jetzt müssen wir uns wieder beruhigen und am Sonntag geht es schon weiter. Das Spiel war absolut intensiv. Ich glaube, in der letzten Viertelstunde hat bei dir auch alles gebrannt. Kannst du ein bisschen erzählen, was da los war? Ja, da ging es eigentlich nur noch darum zu verteidigen. Eigentlich das, was Florenz auch am Anfang vorhatte. Ich denke, das haben wir auch ganz gut gemacht und wenn man beide Spiele zusammennimmt, völlig verdient weiter. Was hast du gedacht, als auf einmal tatsächlich auf der Anzeigetafel 0-2 stand? Ihr hattet ja wieder Chancen um Chancen. Ja, natürlich ist es dann nicht einfach, wenn man eigentlich wieder ganz gut ins Spiel reinkommt, die aus dem Nichts 2 Tore machen. Aber ich denke, wir haben in der Halbzeit dann gesessen, haben uns nochmal berappelt, haben an uns geglaubt und ja, so haben wir das Spiel heute noch gedreht. Lars Stindl hat 3 Tore gemacht, ist der Kapitän, er geht voran. Ist das so ein Spieler, wo man sagt, bin ich sehr froh, dass er bei uns in den Reihen ist?
Ja klar, definitiv. Also Lars ist ein super Spieler, hat er heute wieder gezeigt. Gerade mit dem Elfmeter vor der Pause war sehr wichtig. Ich denke, da war ein Riesendruck auf ihm und ja, die zwei Tore nach der Pause waren auch genial. Also wir sind froh, dass wir ihn haben. Jetzt heißt regenerieren, am Sonntag steht Ingolstadt an. Ist es schwer, den Schalter umzulegen? Nö, jetzt geht es ganz normal mit der Bundesliga weiter. Also wie gesagt, wir fliegen jetzt morgen nach Hause und dann liegt der Fokus direkt auf Ingolstadt.